Wer musste nicht nur auf den Vater verzichten, weil er in Kriegsgefangenschaft war, sondern häufig auch auf die Mutter, denn sie ging eben hamstern, anders hätte wir nicht überlebt. Aber wir hatten sehr gute Großeltern, wo wir viel Wärme und Geborgenheit erfahren haben. Und meinen Vater habe ich erst am meinem 4. Geburtstag wieder gesehen. Da klingelt es früh morgens an der Tür. Und ich neugierig schaute raus, da war ein Mann in grüner Uniform und ich angsterfüllt, draußen steht ein Franzos, ging da zu meiner Mutter. Und umso verblüffter war ich, wo sie dem vermeintlichen Franzosen noch um den Arm, in die Arme nahm. Es war also der Vater, den ich nie vorher kannte. Das heißt, er war in französischer Gefangenschaft dann auch mit dieser Uniform? Ja, oder? Zwar in Frankreich, aber in US-Gefangenschaft. Und der Kommandant war sehr, sehr menschlich. Es ging ihm sehr gut. Er hat im Büro als Zahlmeister gearbeitet, weil er einfach nicht kräftig genug war, Schiffe auszuladen. Und die haben alles getan, um sein gefangenes Leben erträglicher zu machen. Die haben einen Literaturkreis ins Leben gerufen. Ich habe heute noch das Büchlein, wo dann Gedichte drinstehen, die anderen Mitgefangene dann diktiert haben. Und er war entsetzt, wie wir gehungert haben und im Winter auch gefroren. Und konnte er der Familie dann insgesamt helfen, als er dann wieder da war? Ja, ich kann mich noch erinnern, wie dann beide Eltern Holzmacher gegangen sind. Wer hatte nur in der Küche überhaupt die Möglichkeit zur Wärme am Kochherd. Und ja, er ist ja dann wieder bald in den Beruf gegangen und hat halt dann auch uns mit dem Nötigsten versorgt. Er war dann auch wieder Lehrer? Oder? Ja, ja, ja.